Ja, hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte zuerst mal was in eigener Sache klarstellen vorab. Also folgendes, dieser Kanal hier ist nicht monetarisiert. Das war er früher mal, aber er hat noch nie wirklich Geld verdient. Denn von 100 € in einem Jahr oder von den paar Amazon-Affiliates, die vielleicht 200 € ausgemacht haben, kann man nicht leben. Dieser Kanal hatte auch mal deutlich mehr Abonnenten, als er jetzt hat. Nach meinem gesundheitlichen Einbruch vor 5 Jahren ist es nämlich völlig in die Knie gegangen. Auch das ist für mich gar nicht weiter schlimm, denn ich lebe nicht davon. Alles, was ich euch hier präsentiere, sind meine eigenen Leistungen und die erbringe ich neben meinem Hauptberuf als Mediengestalter und neben meinem Nebenberuf mittlerweile als Produktfotograf mit eigenem Studio, dann in meiner Freizeit. Und das ist mein ureigenes Privatvergnügen. Und an dem lasse ich euch teilhaben, weil ich eben gerne mein Wissen teile. Viele von euch akzeptieren das und sagen alles gut, das gefällt mir und diskutieren mit mir. Andere wiederum tun das nicht. Die meinen, sie müssen mich beleidigen oder ich würde diesen Kanal betreiben, ja, um mein Selbstwertgefühl zu steigern oder um Geld zu verdienen, sie abzuzocken oder sonst sowas. So einen Fall hatte ich dann jetzt wieder. Zuerst mal zu dem einen. Ihr habt die Möglichkeit, mit mir über alles zu diskutieren. Und wenn ich jetzt so eine neue Serie produziere, die jetzt für mich neu ist, das Konzept ist ja nicht neu, dass man andere Videos reviewt und ich schaue mir an, was andere Kollegen so treiben in aller Welt. Und dann ist das eine Geschichte, das ist meine Meinung. Und die tue ich kund und das mache ich auch freundlich und ohne, dass ich beleidigend werde. Jeder dieser von mir bedachten Fotografen erhält von mir eine Mail mit dem Link zu diesem Video und kann sich das direkt und sofort anschauen. Das wird tatsächlich wohlwollend aufgenommen und stößt keinesfalls auf irgendeine Ablehnung, denn die stehen auch alle zu dem, was sie machen, genauso wie ich, und nehmen das einfach als freundliche Kritik auf. Ihr tut es im Übrigen zum größten Teil auch und ich erhalte dann ergänzende Informationen, wie neulich zu dem Video von Gavin Howie beispielsweise. Super gut, ich weiß, dass er jetzt den Dachboden ausgebaut hat. Überhaupt keine Geschichte. Ich weiß jetzt auch, dass es C-Stands mittlerweile bei Rollei im Angebot gibt für einen Hunderter weniger. Sind immer noch schweineteuer mit 150 €, aber es gibt sie im Angebot. Auch das werde ich euch in diesem Video jetzt dann nochmal kundtun. Es gibt dann auch andere, die meinen, sie müssten mich beleidigen und sie könnten ihre geistigen Fäkalien auf mir ausschütten. Da möchte ich gleich was dazu sagen. Also zum einen lasse ich mich hier nicht beleidigen, denn mich mit einer Stasi-DDR-Gesinnung zu bedenken, die mir eine Anscheißer-Mentalität andichte, die ich mit solchen Videos zum Ausdruck bringen würde, das brauche ich mir wirklich nicht anzuhören. Und an Leute, die so geistig geartet sind, da darf ich gleich Folgendes sagen. Bitte packt eure Abos und geht woanders hin. Ich brauche euch hier nicht. Ich brauche auch nicht euch als Zähler, als Counter mehr. Und ich muss mir diesen Quatsch auch nicht anhören. Und ich habe einen kleinen Machtfaktor. Den habt ihr nicht. Ich kann euch ausschalten. Und an den Kollegen, der diesen Kommentar jetzt zu dem Gavin Howie-Video an mich abgedrückt hat, kann ich auch nur sagen, ich habe dich ausgeschaltet. Du bist weg von hier. Geh auch bitte, schnappe deine Kollegen, die gleichen Kleingeistes sind, nimm die mit. Und dann habe ich vielleicht 5 Abonnenten weniger und freue mich über die anderen, die geblieben sind und mit denen wir Spaß haben und diskutieren können, was es alles so in der Fotowelt gibt. Dann wünsche ich euch jetzt mit diesem Video hier viel Spaß. Da habe ich einige kritische Anmerkungen. Mal schauen, wie ihr das seht. Bis gleich. So, da wären wir wieder in meinem Studio.
Und es geht heute um ein Video, das fand ich ganz witzig. Ich bin ja auch so ein kleiner Bastelfreak. Und von daher mag ich natürlich Konstruktionen, die man sich so ausdenkt oder wo man jetzt sagt, ja, das sind gute Kombinationen von Einzelteilen, so wie das jetzt hier präsentiert wird. Also es sind zwei Jungs, sie haben offensichtlich ein Studio und wollen ein Hintergrundsystem installieren. Sowas habe ich ja jetzt auch bei mir. Wie ich das gemacht habe, wie die das jetzt machen, wie die das vorführen und so weiter, das sehen wir jetzt mal im Folgenden. In today's video, we are going to show you how to create your very own three-piece photography backdrop in your own studio. My friend and I wanted to create our own three-piece backdrop in the most non-destructive way possible. Das machen sie ganz witzig, finde ich hier. Mit dem 1-2, das hat mir schon am Anfang gut gefallen. Das war lustig, sind sie auf jeden Fall mal, die zwei. Not screwing into the walls. The goal of this whole backdrop is to have as little friction as possible to when we are looking to create. Ideally, the backdrop stays up, doesn't come down, it's built, it's ready, you literally pull down the chains and you're ready to shoot. Ja, also die Zielsetzung ist ja mal klar, die wollen dieses Hintergrundsystem haben, das soll leicht funktionieren, das soll eben auch leicht abzurollen sein, darf natürlich nicht runterstürzen, das ist ganz klar, das ist auch für mich der große wunde Punkt jetzt an der Geschichte. Schauen wir mal, wie die das realisiert haben. After going through this process together, we realized that it's actually very simple if you had the correct blueprint in front of you when you first started. Unfortunately, we did not have that blueprint because there's not that many videos on YouTube that show you how to do this. But lucky for you, we learned the hard way, and we are going to tell you everything that we've learned, what to do, what not to do in this video. Naja, das dauert jetzt trotzdem nicht so lang. Also das Video hat jetzt insgesamt 8 Minuten, deswegen habe ich das auch jetzt mal rausgefischelt, weil ich das sehr angenehm finde. Also, Sie haben keine Vorgabe dazu. Ich meine, wer ein bisschen technisch begabt ist und die Einzelteile einigermaßen kennt, der kommt da normalerweise schon klar. First thing you're gonna need are two C-stands. Next thing you'll need. So, die C-Stands, das sind jetzt Teile, die habe ich ja im letzten Video von Gavin Howie schon erwähnt. Die sind normalerweise hier in Deutschland recht teuer, die sind auch recht massiv gebaut. Leute, da muss man gleich was dazu sagen. Die C-Stands, die gibt es natürlich vom Chinesen auch und die sehen auch ungefähr gleich aus. Jetzt kann ich euch aber aus meiner Erfahrung in einem großen Fotovertrieb, der also Fotozubehör in ganz Europa verkauft, sagen, dass C-Stand nicht gleich C-Stand ist. Und ein Kollege hier, der hat jetzt unter mein letztes Video geschrieben, ja, da gibt es ein Angebot von Rollei, beziehungsweise Angebot, bei Rollei kosten die nur 150, das ist tatsächlich auch richtig, blende ich euch ein. Aber Achtung, bei den chinesischen Produkten, da handelt es sich oftmals um Billigausführungen. Da sind dann einige Sachen nämlich nicht so wie im Original. Original C-Stand, sie sind schon brutal massiv. Und beim Chinesen sind dann oftmals zum Beispiel die Klemmschrauben jetzt von minderer Qualität oder die Rutschkupplungen oder sonst irgendwelche Geschichten, was man jetzt auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Ich meine immer noch, man kann wirklich für günstigeres Geld einfach massive normale Stative kaufen. Die C-Stands an sich sind eine Speziallösung, die muss nicht zwingend sein, auch für diesen Fall hier im Übrigen nicht unbedingt. Need are three aluminum tubes that go into the backdrops. Das ist eine tolle Geschichte, da haben die Jungs recht, da investieren sie korrekt. Und zwar ist das jetzt so eine Sache, diese Rollen, die sie da haben, das sind diese normalen Hintergrundrollen, die haben circa 2,70 Meter Breite, ich glaube 2,72 Meter oder 2,75 Meter sind es genau, die habe ich auch bei mir im Studio. Wenn die mit ihrem Pappkern jetzt ganz normal aufgehängt werden, habe ich auch, dann hängen die mit der Zeit ein bisschen durch. Das kann sich negativ auswirken. Ich kann euch jetzt allerdings auch aus Erfahrung sagen, bei mir hat es das nicht zwingend getan. Also dadurch, dass anscheinend auch bei mir jetzt die Luftfeuchtigkeit in den Räumen doch relativ konstant ist und die Pappe da jetzt nicht so, ja, so einer Feuchtigkeitsaufnahme unterworfen ist, wie vielleicht in anderen Umgebungen, hat sich das bei mir nicht ausgewirkt. Die haben sich jetzt Aluminiumkerne bestellt.
die es offensichtlich in Amerika da zu kaufen gibt. Ich habe mir das mal angeguckt, da kostet jeder, also das ist so ein dreiteiliges Stangenset, kostet um die 45 bis 50 €. Also, jetzt rechnen wir mal die C-Stands, kostet jeder, jetzt nehmen wir mal die, die ihr hier auch dann bekommt bei Rollei für 150, im Regelfall sind es aber teurer, egal, 150 sind wir schon bei 300 €. Jetzt kommen nochmal circa 130 bis 150 € für diese Aluminiumkerne dazu, die die Rollen stabilisieren. Sind allerdings eine gute Idee. Also, wir sind schon bei okay. See like this. We just made the realization that one box comes with one of these, where I thought it came with three of them. The first mistake is a pretty silly one. Regarding the paper background, it's recommended that you insert a metal tube inside the paper so that it prevents bowing or sagging of your paper, which eventually leads to crinkles. Das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, also dass es sich nicht durchbiegt oder durchsackt und dass es dann eben nachher, wenn man das abrollt, hier keine Dellen gibt. Which is something you don't want. This normally happens when the paper's been up on your backdrop for a long period of time and when there's more humidity in your space. So a lot of pros out there will recommend you to put this metal tube inside the paper backdrop to help prevent any bowing, sagging, which means no crinkles in your paper. If you are someone who's getting a lot of work and will be going through a lot of paper, then the tube might not be a necessity for you. But if you're someone who is trying to conserve as much paper as possible and can see these colors stay on their backdrops for a while, then I would definitely recommend investing thing in the tubes. Now Ja, auch gut gesagt, ist alles okay. Ich meine, ja, in die Dinger zu investieren, das ist natürlich schon eine Dauerlösung irgendwo, die sich rechnet. Ist natürlich auch immer zum Auswechseln von Rollen dann eine anstrengende Geschichte. Man braucht eigentlich immer zwei Personen. Glaub mir, ich habe das schon einmal alleine gemacht, so eine Rolle auszuwechseln. Das ist nicht schön. Und hat mir also an meinem linken Ellenbogen dann einen Aufenthalt beim Orthopäden eingebracht. When I first bought this tube, I read that it was a three-piece tube. I assumed that meant three long tubes in the package. But then after it got delivered, we realized that the three-piece tube is actually three pieces of the metal that connect together to give you one 9 or 10 foot long tube. That was the first. Erinnert mich irgendwie an IKEA. First mistake, which just meant you had to order two more tubes, which brings up the total to three tubes for $150. Next, you're gonna need your backdrops. We are doing a three-piece system. You are gonna need the triple hook background system if you are doing three backdrops. Then you're gonna need three separate VariDrive sets that come with metal chains. This is the system that we chose through B&H. It's the Impact brand, and it was all sold as one bundle. So this actually came with three separate ones. Luckily, B&H sells the backdrop system as a bundle on their website, which I Ja, also so ein Ding habe ich auch. Und zwar so ein Bundle mir damals gekauft. Das war aber mit vier Haken dran. Das war recht günstig. Gibt es immer auch mal von Zeit zu Zeit im Angebot. Das ist also jetzt auch nicht so wild. Aber die Kosten summieren sich natürlich. Also die haben jetzt hier schon mal $300 eigentlich nee, sogar mehr. Jetzt überleg mal, was haben die 150, 300? Die haben dann ja 450. Ja, gut, die wandern jetzt schon auf die $600 zu, wenn ich das jetzt richtig rechne. Verbessert mich da bitte gerne in den Kommentaren. Das System, was die hier haben, es hat Metallketten. Ich habe das mit Kunststoffteilen. Die gehen ganz genauso, sind auch elendig stabil. Das ist überhaupt kein Problem. Haben übrigens auch unterschiedliche Farben. Das ist gar nicht unpraktisch. Die Hintergrundrollen mittlerweile, die sind schweineteuer geworden. Das liegt an den Papierpreisen, wie sie im Moment am Markt vorherrschen. Also früher hat man noch so eine 2,72 Meter Rolle, die 11 Meter lang ist, ungefähr bekommen für, jetzt sagen wir mal, wenn man es günstig bekommen hat, zwischen 60 und 70 €. Also heute legt man da schon einen Hunderter hin. Und das ist dann schon wirklich massiv. Also das ganze System jetzt nachher, wenn man das mal aufrechnet, machen wir am Schluss dann vielleicht mal
Das ist schon teuer. Und da haben natürlich die C-Stands und die Clamps, die jetzt gleich noch dazu kommen, dann auch noch ihren Anteil dran. Schauen wir uns mal weiter an, was die Jungs da so zusammenschustern. I will link down below. And in this bundle, it gives you everything you need from the three-piece backdrop holder to the very drives, which is what lets you pull down the paper from the backdrop with metal chains. Something that isn't included in that pack are the super clamps. Basically, you need these clamps to attach your bracket to the C-stand that you'll be attaching it to. Most videos recommend only two, because technically you only need two super clamps, but I would recommend going for four super clamps, because then you can have one on each corner. Ja, also das, was die jetzt normalerweise an die Wand direkt anschrauben würden, nämlich diese Dreifachhaken, die ja da jetzt schon einmal montiert sind, das machen die an den senkrechten Rohren mit Manfrotto Superclamps. Also die heißen normalerweise Manfrotto Superclamps. Das ist so eine Sache wie Tempotaschentücher. Sagt man ja auch zu allen Taschentüchern mittlerweile Tempos. Also die Superclamps halt. So, die kriegst du recht günstig vom Chinesen. Habe ein ganzes Video drüber gemacht oder sogar zwei Videos, wenn ich mich recht entsinne. Super Clamps sind unabdingbar. Aber er braucht halt hier, er will es besonders stabil machen, das ehrt ihn auch. Er braucht halt hier pro Seite schon auch mal wieder zwei. Und die Super Clamps, die kriegt man eben auch nicht geschenkt. Also ist wieder ein Kostenfaktor, der dazukommt. Es gibt diese Hakensysteme auch, das zeige ich euch jetzt hier im Bild, habe ich selber, allerdings nur als Zweiersystem. Auch zum Aufstecken auf Spigot, also so dass man das direkt oben auf dem Stativ befestigen kann, dann spart man sich diese ganze Chose hier natürlich. Of your bracket, which basically gives you more peace of mind and assurance knowing that there's four friction points instead of just the two. Now this next mistake nobody talks about, but lucky for you I learned the hard way. When you want to attach the super clamps to the bracket to the C-stand, you're going to need certain screws. Another thing you will need are these 10-32 by half inch screws that will screw the impact super clamp into the bracket. These screws are not included in any of the packaging and you'll have to provide them yourself. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man sich ein System selber ausdenkt, dann ist das natürlich eine Geschichte, das bedenkt ja kein Hersteller vorher für dich, sondern das hast du dir ausgeknobelt und dass du dann natürlich auch noch Schrauben brauchst zum Befestigen, ja, das gehört nun mal dazu. Muss man dann halt auch noch kaufen. Naja, aber die Schrauben, die sind jetzt, weiß Gott, nicht teuer. I didn't know this, so I had to take the super clamp into Lowe's, ask a very helpful employee to find me the exact screw that I needed, and luckily it was only like $2 or $3. And then you'll need a rubber liner so that you can create some friction between the metal bars and the backdrops. Any will work. We recommend the liners you find that you put underneath your utensils in your kitchen drawers. And another pro tip for you. Den Tipp fand ich jetzt saugut. Da muss ich jetzt sagen, da haben sie sich echt was einfallen lassen. Diese Unterlegmatten, diese Anti-Rutschmatten hier, die man für die Schubladen hat, die benutzen die Jungs jetzt, um die Alurohre sozusagen mit den Pappkernen so zu verbinden, dass die Pappkerne nicht mehr drauf durchrutschen können. Weil nichts ist lästiger, als wie wenn einem der Hintergrund dann runterkommt, weil man diese Pappkerne eben, weil die nicht aufgespannt sind, sondern weil die eben frei laufen können. Ja, und das Papier wiegt ganz schön. Also wenn man dann dran zieht und die Pappkerne sind nicht in irgendeiner Form arretiert, wie mit den Gummimatten, dann knallen die durch bis auf den Boden und zwar dann die ganze Rolle und das ist besonders lästig. Just have something flat and thin handy to help shove and push this liner in between the tube and the backdrop to add that friction. So this is our current status update. We got two of the stands up, just waiting for one more tube. Can you show us a little demo of how these chains work? You got the chains on this wheel. It just makes it easy to just pull down. And what we've also done, which when we get the third one, we have a stagger. So this one has a chain, the one all the way over there, it's the second chain, and the third one will be. Ja, das haben die so montiert, dass die Ketten sich nicht gegenseitig in den Weg kommen. Das tun sie aber sowieso nicht. Bei mir sind sie auch alle auf einer Seite, funktioniert problemlos. A chain that gives us its own area to be able to pull. I think I like our system. This is real simple. It's a real easy setup. I recommend two people because you can't lift this up by one person. And you'll notice up there that we got those rubber grips in there that we stuffed in. Basically, that's in there just to create some extra friction so that we can turn these wheels down. Also, we got sandbags. We need more. Yeah.
Die Sandsäcke, die kosten nämlich auch Geld, die sind auch nicht so ganz billig. Auch da muss man auf Angebote achten, aber das ist natürlich auch ein Faktor. Man kann übrigens auch Hantelgewichte nehmen, wenn man die geschickt befestigt, zum Beispiel mit Kabelbinder verbindet und dann drüber hängt, geht es ganz genauso. We need sandbags on this because it's a heavy setup, but it's looking good. Overall, this process was actually very easy if you had the blueprint in front of you. So, jetzt schaut euch das an, das ganze System. Jetzt rechnen wir mal ganz schnell zusammen. 150 pro C-Stand, dann sind wir bei 300 Euro ungefähr. Dann habt ihr die Sandsäcke, da könnt ihr auch schon mal 50 Euro rechnen. Sind wir bei 350 Euro, geht es weiter nach oben. Dann kommt das Haltesystem nochmal für 100 bis 150 Euro dazu, so ein Set. So ein Dreier-Set. Müssten wir dann auch mal gucken, könnt ihr ja mal nachschauen dann. Kriegt man vielleicht auch billiger. Dann kommen die Rollen jeweils, die Pappkerne noch mit dazu, also die Papphintergründe, 2,75 Meter mal 11 Meter. Hier drei Stück. 200 bis 300 Euro, eventuell sogar mehr, je nach Farbe und so weiter und so fort. Also wir landen da jetzt schon insgesamt auch noch mit den Manfrotto Super Clamps und mit Schrauben, mit allem, ja. Bei bestimmt bald 1000 Euro. Ja. Und wenn ihr jetzt die C-Stands weglasst und die Sandsäcke und das Ganze direkt an der Wand befestigt, braucht ihr auch nicht die Super Clamps. Ich meine, die sind sowieso praktisch für Studio, aber jetzt mal ganz egal. Kommt ihr natürlich deutlich günstiger weg. Und warum die Jungs das hier nicht machen, ist mir unverständlich. Denn das ist kein Hintergrundsystem, was du ständig in der Gegend rumschleifst oder mit zum Kunden nimmst. Das soll doch eine feste Installation sein. Before going into it, if you're planning on screwing the backdrop straight into the wall, then this is actually easier than what we did. All you need to do is have a stud finder, find a good stud, and have a leveler, and you're pretty much set. The other option that we could have went with was to go with something called auto poles, which are basically these long poles that keep extending from the floor to the ceiling. Hatte ich auch schweineteuer die Teile. Ich habe sie sehr günstig bekommen und habe sie dann auch wieder weiterverkauft. Autopole sind super Geschichte. Alles einwandfrei. Aber die Decke darf nicht abgehängt sein. Und die Dinger haben halt auch nur eine gewisse Auszugsgröße, wo sie dann wirklich stabil sind. Oder ihr habt zum Beispiel dann auch, was weiß ich, die Decken mit den Schaumstoffplatten, ja. Auch das darf nicht sein. Die drücken ja gegen die Decke, die müssen ja fest arretiert sein. Also ihr braucht zum einen massive Decken, die Deckenhöhe muss stimmen, sonst muss man diese Autopole erweitern und sie sind schweineteuer. Ceiling and will stay in place with pressure. This is a good option if you're trying to save as much floor space as possible. And the reason we didn't go with this option was because the poles that I found were a bit shy of the height that we needed. Ja, bei der Raumhöhe nämlich, da haben die Jungs auch mit Autopolen ein Problem. So we had to get some extension poles for it, which after everything kind of went over budget. And we already had these C-stands before and we knew they were sturdy, so we just thought we could make them work with sandbags. And they work, but they do take up a little bit more floor space. Okay, and now we just officially finished the backdrop. It really wasn't that much work. It was just more so that there wasn't a full-on tutorial that showed how to do it this way without screwing into the walls. So now we created the tutorial. If you're looking to create your own backdrop at home, I think this is the least destructive way to do it. After Jetzt kommen wir zum Kasus Knaktus der ganzen Geschichte. Das Ding wiegt. Und jetzt guck mal, wie weit die C-Stands ausgezogen sind. Das sorgt für eine Instabilität. Und was da oben an Kilos draufhängt, das mag ich jetzt gar nicht ausrechnen. Ich behaupte jetzt mal einfach, dass das schon sehr Richtung 15 Kilo geht, wenn nicht mehr. So. Die C-Stands sind sehr weit ausgezogen. Das bedeutet, die Stabilität leidet sowieso schon. Dann die Fußstandfläche unten ist relativ gering. Da können die Leute eine ganze Sandsackfabrik draufpacken. Also so optimal ist das Ganze nicht. Ich würde das so nicht empfehlen. Das sage ich jetzt ganz offen. Ich finde es auch sehr riskant, das jetzt den Leuten anzutragen. Ihr werdet auch gleich sehen, dass das gar nicht so prickelnd ist. Sie zeigen es aber auch selber. Finde ich gut.
After using these backdrops for a bunch of shoots recently, I've had the opportunity to test them and see what's good, what's bad, anything I've noticed, anything I want to change. And the thing that I have actually noticed is that it's pretty heavy up there, and it does cause the backdrop to sway a little when you're pulling the paper down. Since we have everything properly sandbagged and weighted, there's no worry that it's gonna fall. But when you see the swaying motion, it does cause a little uneasiness. So far, so good. Who knows, maybe in the future, we might swap the C-stands out for the auto pulls. Another thing to keep in mind when you're pulling down the backdrops is to go slow. There's this black anchor piece in the chain that is supposed to smoothly glide down as you pull in any direction. What I've noticed is that when I'm pulling a little too fast, it gets caught up and then you won't be able to pull any more paper down or up. I haven't had an issue because I always caught myself before I let it go too far. Also, when you are pulling any paper down, it's nice to do it with two people. What I like to do is while I am pulling the paper down through the chain, the second person will grab the paper from the middle of the backdrop and slowly pull it out as I pull the paper down. This way, it comes out smoothly and doesn't crinkle when it touches the floor. I usually have the client help with this part because it's easy to do, they want to help, and it makes them feel more a part of the shoot. Overall, that is it. We've had this backdrop up and running for a few weeks now and have had plenty of shoots on it. And I gotta say, it's been pretty fun and definitely has made the process so much more seamless. It makes you more motivated to shoot, and it's nice to have that flexibility to show to your client, hey, I got this color, and this color. What outfits do you want to match with it? Oh, let's try this. Let's play with that color. Hey, Tracy, what are your thoughts on our new tripod or our new backdrop? This is so dope. I love it. I can't wait to use it. Dude, how tall are you? I'm 6'1". 6'1". Yeah. Boom, I think we're up to like 9 feet, 10 feet right there. Yeah, definitely. Like I said, everything is going to be linked down below to help you with this process if you are trying to build this yourself. And thank you for watching. Let me know if I missed any tips. And if you're still here, check out another video. Thank you. Peace. Ja. Also, zum einen, das Video fand ich witzig gemacht. Also, das haben es schön gemacht. Einfach schön präsentiert die ganze Geschichte und haben auch alles erklärt und alles gezeigt und gesagt. Die ganze Konstruktion an sich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, halte ich für gefährlich. Und ich würde das so nicht weiter jemandem anraten, der also viel mit Kundschaft zu tun hat, mit fremden Leuten, die im Studio mit dabei sind, weil die bewegen sich, die treten dann zum Beispiel in die Hohlkehle hinein von dem Karton und dann biegt sich das Ganze nach vorne durch oder fällt sogar um. Für mich ist das, hat man schon gesehen, höchst instabil. Und er hat auch wenigstens selber zugegeben, dass das Ganze ein bisschen fragil ausschaut, so von der Optik her. Und wenn schon fragil ausschaut, dann ist es leider auch manchmal oder meistens eigentlich genau das, nämlich eine instabile Geschichte. Und wenn dieses Gewicht oben mit den drei Rollen mal runterkommt und jemand unter sich begräbt, dann ist das schon eine schmerzhafte Geschichte und man braucht eine gute Versicherung. Nun, liebe Freunde, was war denn jetzt die Intention dieses Videos? Ich finde, das haben sie recht gut rübergebracht. Natürlich haben sie jetzt nicht eben Löcher in die Wand bohren müssen. Es ging ja darum, wie kann man so ein System installieren, ohne dass man eben großartig solche Modifikationen an der Bausubstanz vornehmen muss. Ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn man es machen muss oder wenn man es machen will. Es ist deutlich stabiler und sicherer auf jeden Fall, wenn man diese Haltesysteme direkt an der Wand oder an der Decke befestigt. Ich habe es zum Beispiel an der Decke. Ja, Leute, ihr findet natürlich wieder den Link zum Originalvideo in der Beschreibung dieses Videos hier. Und ansonsten freue ich mich über ein Like und über sinnvolle Kommentare zu dem Thema. Ihr könnt auch gerne mal schildern, was für Erfahrungen ihr mit so einem System habt, wenn ihr eins benutzt und auch mit solchen freitragenden Systemen, wie das jetzt hier gezeigt wurde. Dann bis zum nächsten Video. Bis bald, euer Alex Schwarz.